Hallo, Kampfsportfreunde, Selbstverteidigungsinteressenten. Wir haben hier eine neue Reihe und in der Reihe geht es um Angriff, Abwehrverhalten und um was geschieht in der Kollision, beziehungsweise was brauche ich als Kollision oder was ist die Auswirkung der Kollision. Und in der letzten Videoreihe, die Voraussetzungen zur Selbstverteidigungsfähigkeit, da haben wir verschiedene Dinge durchgesprochen, die Strategie betreffend. Die Strategie, die sich nach einer Distanz richtet, die über eine Distanz geregelt wird. Also das ist die Hauptdistanz. Die Hauptdistanz ist eine Zone, die dann irgendwo beginnt, ja. Und wenn diese Zone durchbrochen wird, im Moment des Durchbrechens, muss etwas geschehen. Wenn im Moment des Durchbrechens oder des Eindringens in die Zone nichts geschieht von beiden Parteien, dann haben beide einen Fehler gemacht. Ja. Und das habe ich alles ausführlich erklärt. Und was wir jetzt in den nächsten Videos durchgehen, das ist die Frage des Angriffs. Dass wir sagen, okay, der Vorstoß ist der Hauptangriff. Der Vorstoß ist das, was unmittelbar am bedrohendsten ist. Das hat zur Folge, dass jemand, der mich umklammern will, der mich würgen will, der mich treten will von mir, mit einem Vorstoß bearbeitet wird. Also die Lösung für das Problem, dass ich gewürgt werde, ist nicht aus dem Würger rauszukommen, sondern die Lösung ist, in unserem Falle, durch einen Vorstoß zu verhindern, dass man überhaupt in diese Situation gelangt. Das hat eine weitreichende Neueinschätzung unserer Situation zur Folge. Ich muss das Gebiet verlassen, das mir durch unsere gesellschaftlichen Normen über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte hinweg so liebgewonnen war. Ich muss akzeptieren, dass die Selbstverteidigung eine Notfall- oder Notsituation ist und ich als körperlich Unterlegener, wohlgemerkt, als körperlich Unterlegener, wenn ich in Gefahr komme, diese Gefahr versuche abzuwenden, indem ich selbst einen Vorstoß mache. Alles, was ich mit einem Vorstoß nicht abwehren kann, also man wird es verstehen, was ich meine. Alles, was ich mit dem Vorstoß nicht bearbeiten kann, muss ich dann später abwehren. Aber warum sollte ich denn Dinge abwehren, wenn ich sie doch vorher schon im Ansatz mit einem Vorstoß meinerseits abwehren kann? Und da muss ich einfach ein bisschen sagen, da sind wir in Deutschland an eine verträumte Situation geraten, die durch Konfliktvermeidungs- und Risikoaversionsszenarien und Angst vor der eigenen Courage, könnte man auch sagen, uns völlig von der Selbstverteidigung weggeleitet haben und in anderen Kulturkreisen das ich gar nicht erklären müsste. Also diese Videoreihe, da könnte ich mir, wenn ich das jetzt ich denke mal, das werde ich nur in Deutsch machen müssen. Aufgrund meiner Erfahrungen als jemand, der über Jahrzehnte hinweg Selbstverteidigung unterrichtet hat, weiß ich, dass viele, nicht alle, sich in der Situation wiederfinden, dass sie, wenn sie was unterrichtet bekommen, dann mit der Aussage
an mich herantreten. Ja, aber wenn ich das mache, dann gefährde ich doch den Angreifer. Das muss ich nur auf Deutsch erklären. Habe ich noch nie. Und ich war für die IAW vor der Corona-Krise weltweit unterwegs. Ich habe das noch nie erklären müssen, außer in Deutschland. Und wahrscheinlich, da muss ich meine Mitmenschen im Osten von Deutschland in Schutz nehmen. Dort habe ich selten unterrichtet, aber ich glaube, ich müsste es bei denen nicht. Es ist nur in so einer Wohlfühlgemeinschaft, die momentan so, ja, man weiß auch nicht, was man darf. Darf ich das? Darf ich dem Angreifer ins Gesicht schlagen? Ja, als körperlich Unterlegener muss ich es ja irgendwann mal. Ja? Wenn ich einen Angriff mich aussetze, der Aggressor mich angreift, und ich mache alles falsch, und ich schaffe es aber trotzdem, irgendwas abzuwehren und dann nochmal abzuwehren und nochmal abzuwehren und nochmal abzuwehren. Irgendwann wird doch der Angriff erfolgreich sein des Aggressors, weil ich zwischen meiner Abwehr und seinem Angriff vergeht ja eine gewisse Zeit, die Reaktionszeit. Und wenn er jetzt, weil er ja weiß, was er tut, schneller schlägt als meine Reaktionszeit, dann wird sich irgendwann mal meine Abwehr nicht mehr zeitlich einordnen lassen. Ich werde ins Hintertreffen kommen und dann bekomme ich eine. Also sollte ich doch irgendwann mit dem Konter anfangen. Und was mache ich als Konter? Ich versuche, den Aggressor außer Gefecht zu setzen, damit er nicht weiter angreift, damit er ablässt von dem Angriff. Wie gesagt, durch gut Zureden wird das nicht funktionieren und das will ich auch gar nicht erst versuchen. Man kann sich die Rhetorik ja dann für später aufsparen, falls es dann irgendwie notwendig ist. Ich muss also einen Konter setzen und dann kann ich als Konter ja nicht als körperlich Unterlegener plötzlich an dem Arm umhebeln. Ja, das ist auch so eine Illusion, die durch unsere Gesellschaft wabert, dass man dem Aggressor durch eine technisch raffinierte Bewegung, dass man ihn kontrolliert, ohne ihn letztendlich zu verletzen. Wenn das funktionieren würde, dann würden doch nicht drei Polizisten auf einmal auf den Kriminellen sich stürzen. Würde sich ja reichen, wenn einer hingeht. Die sind ja wohl gut ausgebildet, die machen ja sonst nichts anderes. Ja, das funktioniert nicht. Wenn ich der Unterlegene bin, es gibt keine technischen Mittel, außer ich bediene mich einer Waffe. Aber wenn ich in der Selbstverteidigung bin und ich werde angegriffen, dann habe ich ja vielleicht keine Waffe zur Hand. Also muss ich den Konter so setzen, dass mir der Konter es ermöglicht, weiterhin unbeschadet mein Leben zu genießen. Also ich werde zuschlagen müssen. Und wann ist denn dann der beste Zeitpunkt für den Konter? Nach der dritten Abwehr? Nach der zweiten Abwehr? Vielleicht sogar nach der ersten Abwehr. Ja, aber wenn er jetzt gar nicht mit einem Faustschuss angreift, sondern er kommt auf mich zu und will mich greifen, ja, will mir die Hände greifen oder am Hals um die Hände oder will mich umklammern, vielleicht kommt er darauf auf mich so zu. Und ich muss ja gar nicht warten, bis ich dann den Griff abgewehrt habe und kann dann kontern, sondern ich könnte ja auch gleich meinen Faustschuss machen und ihn schlagen, ihn treffen, ins Gesicht. Dann ist die Frage, ja, aber wenn ich dem dann ins Gesicht schlage, dann wird er ja böse und dann eskaliert die Situation. Ja, um Gottes Willen, die Situation ist doch schon eskaliert. Ja. Das ist ja der Psychologentraum, dass ich die Situation deeskaliere. Ja. Die Situation in der Selbstverteidigung ist per Definition schon eskaliert. Da gibt es keinen, wenn ich dem ins Gesicht schlage, wird er noch böser. Ja, dann müsste ich mich ja bei einer Vergewaltigung auch auf den Rücken legen und sagen, hier, ich wehre mich nicht. Ja, das ist ja genauso geisteskrank. Also, das greift nicht. Wir müssen den Konter setzen, wenn wir können. Und wenn der Konter als allererstes gesetzt wird, weil der Aggressor in einer aggressiven Art und Weise die Hauptdistanz durchbricht, aber
eben nicht mit einer Angriffsvorbereitung und einem ausgeführten Angriff, sondern nur als Persönlichkeit, körperlich, ohne direkten Angriff, dann muss doch ich den Konter gleich machen. Und deswegen sage ich immer, der Verteidiger sieht sich oft in der Situation, dass er den Angriff machen muss. Und welchen Angriff mache ich dann? Ne? Stich ins Auge? Ja, da gibt es auch so. Ist ja, die Welt der Selbstverteidigung ist erfüllt von Einhörnern, von rosa Glitter, von Menschen, die sich berühren, von Menschen, die fühlen. Ja, aber ich muss mal ganz deutlich sagen, Kiffen und Pilze fressen ist für die Selbstverteidigung keine Voraussetzung. Wer träumt, er kann sich irgendwie durch Berühren erfahren, ertasten, was der Gegenüber macht, muss ich doch mal die Frage stellen, warum will ich denn wissen, was der Gegenüber macht? Ich sehe optisch oder verbal, dass es ein Aggressor ist. Und mehr muss ich nicht wissen. Jetzt muss ich doch nur wissen, was ich mache. Und dann muss ich adäquat reagieren. Und für mich ist es der Fauststoß ins Gesicht, der für mich den Kampf beendet. Das ist die erste Technik, die ich machen will. Und wenn der Kampf beendet ist, dann kann ich alles Sonstige, was danach kommt, noch machen. Ich kann auf seine Freunde deeskalierend einreden, ich kann ihm helfen, ich kann alles Mögliche machen. Hauptsache, ich bin sicher. Aus meiner sicheren Position heraus kann ich auch wieder andere schützen und helfen. Wenn ich in Bedrängnis bin, kann ich meinen Freunden, meiner Freundin, meiner Frau, meinen Kindern nicht helfen. Ich muss erstmal mich sichern. Und wenn ich dann gesichert bin, bin ich in der Lage, auch helfend einzugreifen. Auch sogar dem Aggressor, wenn es notwendig ist. Okay, das ist ganz wichtig. Der Fauststoß ist das zentrale Element in der Selbstverteidigung. Sowohl wenn der Aggressor mit dem Fauststoß kommt, als auch wenn ich in der Not bin, selber anzugreifen, dann werde ich den Fauststoß wählen. Und das ist das erste Thema, was ich dann als eigenen Film mache, der Fauststoß. Das zweite Thema ist dann die Deckung. Ja, das Konzept der Deckung, wie das funktioniert. Das dritte Thema ist dann die sogenannte Maid-Bewegung. Ich muss das Wort leider sagen. Ich höre das auch immer wieder aus solchen speziellen Kreisen. Maid-Bewegung ist nichts anderes als ein Fantasiewort für Ausweichen. Ja. Also, das ist das dritte Video, was dann kommen wird. Ausweichen. Und dann haben wir am Schluss noch das vorletzte Video dann, die Kollision und das Umsetzen und was passiert in der Kollision. Ja. Kann ich in der Kollision, wenn ich gerade meine Masse, meinen Schwung, meine Kraft auf den Kollisionspunktübertrag auch plötzlich nicht mehr da sein. Das gibt es ja auch, dass wenn man dann einen Kumpel hat, der dann mal irgendwie einen Volkshochschulkurs im Kickboxen belegt hat, nichts gegen das Kickboxen. Tolle Sache, wer das machen möchte, wunderbar, wunderbar. Das ist ein toller Sport, man ist beweglich, man kann das bis ins hohe Alter machen, das ist alles schön. Es ist keine Selbstverteidigung. Wir reden hier über Selbstverteidigung. Aber oft hat man so Kumpels, die verstehen das nicht, dass Kickboxen und Selbstverteidigung was anderes ist. Und die haben dann mal so einen Volkshochschulkurs belegt und dann erklären die einem, ja, ich bin, wenn ich angreife, ja auch plötzlich nicht mehr da. Gut, wenn man Selbstfindungsprobleme hat, dann sollte man erstmal wieder zu sich selber kommen und vielleicht mal irgendwie einen psychologischen Rat suchen. Ja. Die Kollision ist da, die Kollision ist mächtig. Die Kollision ist dort, wo zwei Kräfte aufeinandertreffen. Und dann kann nicht plötzlich die eine Kraft weg sein. Dann wäre es nämlich keine Kollision. Und wenn es keine Kollision gibt, gibt es auch keinen Angriff. Ja? Ganz logische Sache. Und dann haben wir am Schluss im SAT über ein Ausschlussverfahren, also das letzte Video, wird dann ein Ausschlussverfahren sein, wo ich wieder eine Strategie anlege und quasi meinen Vorstoß
also in dem Fall dann den SAP-Vorstoß, den ich separat erkläre, wo ich dann meinen Vorstoß nicht mehr machen kann, weil ich aufgrund von verschiedenen Faktoren gezwungen bin, erst eine Abwehr zu machen. Ja, also wir merken uns, wir haben den Angriff, die Deckung, das Ausweichen, die Abwehr, die Kraft in der Kollision und das Ausschlussverfahren als die nächsten 6 Videos. Ja, jetzt dieses Intro nicht dabei haben. Ja, also insgesamt ist es dann eine 7-reihige oder 7-teilige Videoreihe, die sich dann am Schluss mit dem ersten Programm des SAT letztendlich beschäftigt. So, und so viel kann ich schon voraussetzen, dass wir brauchen diese Stilelemente, um eine Begriffserklärung zu machen. Wir müssen wissen, was ist denn eigentlich ein Vorstoß? Welche Vorstöße sind denn möglich und welche unnötig? Holt man im Vorstoß aus? Wenn ja, wo? Wie? Funktioniert eine Abwehr über die Optik? Funktioniert eine Abwehr über das Fühlen? Ist die Deckung sinnvoll? Funktioniert Ausweichen? Wenn ja, in welcher Distanz? Und somit erkennen wir schon, dass der Angriff und die Abwehr sind letztendlich dann die Stilelemente, die wir im SAT benutzen. Alles andere, also Deckung, Ausweichen, ist nur, um zu erklären, dass das letztendlich in der Selbstverteidigung, gut, ist besser als nichts, aber es wird wahrscheinlich zum überwiegenden Teil nicht funktionieren. Ja. Und dann haben wir die Kraft der Kollision. Ja. Das heißt, ich muss einen starken Vorstoß machen, ich muss meine Abwehr immer mit 100% machen. Und wenn ich das alles richtig mache, dann führt das auch dazu, dass eben Deckung und Ausweichen nicht funktioniert. Also es hängt alles, das ganze Gebilde, was wir hier aufbauen, hängt am Vorstoß. Der Vorstoß ist das A und O. Und letztendlich, wer nicht viel Zeit hat und den Vorstoß trainieren möchte, damit allein könnte er schon mehr erreichen, als wenn man mal 2 Jahre irgendeine Fantasie hinterher hüpft. Und dann ganz am Schluss nehmen wir die verschiedenen Abwehren, die wir haben im SAT und zeigen, wann und nur dann ich die Abwehr denn überhaupt machen muss. Warum sollte ich eine Hand abwehren, die sich mir nähert und möchte mich am Hals packen? Warum sollte ich das wirklich abwehren? Ich muss das nicht abwehren. Ich kann sehen, da kommt eine Hand, ich denke mir, da wo die Hand ist, muss ja irgendwo auch das Gesicht sein. Ist ja nicht wie bei der Adams Family, dass da nur die Hand kommt. Ja, es ist ja die Hand und da hängt ein Mensch dran. Also sehe ich die Hand und schlage ins Gesicht. Das war unfair. Ja, von ihm auch. Das ist ja das Problem, dass wir in der Selbstverteidigung als körperlich Unterlegene mit technischen Mitteln arbeiten müssen. Ja. Wir haben nicht die Chance, wenn ich ein großer, kräftiger Mann bin, dann muss ich keine Selbstverteidigung lernen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einen treffe, der noch größer und noch stärker ist, ist relativ gering. Ja. Wenn ich jemand bin, der zart, der ein bisschen schwach ist oder ganz normal gebaut, der hat eher die Tendenz in Richtung Selbstverteidigung. Ein großer, kräftiger Mann hat so ein Niveau von Selbstverteidigung, nennen wir es mal hier. So, jetzt hat ein etwas zarterer Mensch hat die Selbstverteidigung hier. Und diese Lücke, das kann man auffüllen mit technischer Stärke. Technische Stärke ist das, was wir unterrichten. Das ist letztendlich die Abwehr, der Angriff oder eine beliebige Kombination aus beiden. Das ist die technische Fähigkeit. Und diese technische Fähigkeit füllt die Lücke. So. Und wenn diese Lücke gefüllt ist, dann kann sich der
schwächere Mensch gegen den stärkeren Mensch verteidigen, wenn er das auch benutzt. Es bringt ja nichts, wenn ich das zwar weiß und es vielleicht sogar trainiert habe, ich könnte es sogar umsetzen, aber ich benutze es nicht, weil meine mentale Einstellung die falsche ist. Ja? Wenn ich im Augenblick der Selbstverteidigung, da darf ich keine schönen Dinge, das ist nicht schön, Gewalt ist nicht schön. Wenn ich der Gewalt ausgesetzt bin, dann kann ich daran verzweifeln und zugrunde gehen oder ich kann der Gewalt die Stirn bieten. Wenn ich etwas die Stirn biete, dann muss die Stirn fester sein wie das, was auf mich zukommt. Ich muss mehr Gewalt einsetzen, um Gewalt zu dominieren. Tja, mehr Gewalt einsetzen, ist ja ganz schlimm. Ist aber, das will ich aber nicht. Ja gut, dann bist du halt der Selbstverteidigungssituation hilflos ausgeliefert. Dann ist das ist ja dann die mentale Einstellung, die du hast. Dann kannst du aber später nicht jammern. Dann kannst du nicht sagen, der Aggressor sucht sich ein Opfer, warum auch immer. Schlecht erzogen, an dem Tag irgendwie was Fürchterliches passiert in seinem Leben, das kann ich nicht wissen. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich sehe mich nur in der Situation, ich werde körperlich bedroht und muss jetzt, um diese Bedrohung abzuwenden, mehr Gewalt einsetzen als mein Gegenüber. Sonst kann ich die Situation nicht dominieren. Und wenn ich sie nicht dominiere, dann wird die andere Partei dominieren. Und dann bin ich der Partei hilflos ausgeliefert. Ausweichen geht nicht, weil er nachsetzen wird. Irgendwann bin ich in der Situation, dass ich nicht mehr ausweichen kann. Dann vielleicht aber auch sogar noch in einer für mich noch nachteiligeren Position, wenn ich 5-mal ausgewichen bin, als in der ich zuvor gewesen wäre. Also die Frage, warum weiche ich überhaupt aus? Warum biete ich der Situation nicht sofort die Stirn? So muss ich also hergehen und muss mein technisches Verständnis und meine technische Stärke benutzen, um die Situation zu dominieren. Mit meiner körperlichen Stärke natürlich. Ich kann nicht alles auffüllen. Wenn ich so einen starken Mann habe, der das Niveau von Aggression und Gewalt hat, und ich habe halt nur das Niveau, und ich schaffe es nicht, die Differenz aufzufüllen mit technischer Fähigkeit, dann werde ich untergehen. Ich brauche aber das, was da unten drunter ist, als Basis meiner Körperkraft, als Basis meiner koordinativen Fähigkeit, als Basis meines Verständnisses um Timing, als Basis meines Verständnisses um Fokussierung, das brauche ich. Und dann kommt eben das, was ich gelernt habe, hinzu. Und jetzt kommt's. Und selbst dann haben wir ja nur 50-50. Ich müsste also immer mehr lernen, um die Situation zu dominieren. Und deswegen, das ist ein Problem in Deutschland. Die Leute denken, sie könnten mit 2 Tricks eine Situation, die dann plötzlich aufbricht, dann bereinigen. Gibt es nicht. Es gibt keine Selbstverteidigungstricks. Es gibt eine technische Fähigkeit. Diese technische Fähigkeit, da braucht man vielleicht 2 Jahre, vielleicht braucht man 10 Jahre. Ich weiß es nicht. Das hängt von der individuellen Voraussetzung ab, die ein Mensch mitbringt. Eine zarte, kleine Frau wird wesentlich mehr trainieren müssen, wie ein Mann, der 30 Kilo mehr wiegt. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist ungerecht. Ja, was soll ich sagen? Ja. Wenn ich Basketballspieler unbedingt sein will, finde ich es auch ungerecht, dass ich keine 2,10 Meter groß bin. Aber was soll ich sagen? Das ist halt so. Ja. So muss also der körperlich Unterlegene das technisch aufarbeiten, was die Lücke ausmacht und einen Ticken mehr. Und das ist aber auch das Schöne, dass es was gibt. Ja. Stellen Sie sich mal vor, es gibt gar keine Selbstverteidigungstechnik. Ja, da wäre es ja immer so, dass der körperlich Überlegene natürlich, wenn er aus den gesellschaftlichen Normen herausfällt, den Unterlegenen zur Ordnung ruft und züchtigt und misshandelt und was weiß ich was. Und es gibt keine Möglichkeit für ihn, aus der Situation rauszukommen. Aha, er könnte sich eine Waffe zulegen.
und mit der Bedrohung der Waffe quasi diese Lücke füllen. Ist eine Möglichkeit. Aber dann muss er auch bereit sein, die Waffe zu benutzen, weil wenn ich nur bedrohe, dann eine Bedrohung, die nie umgesetzt wird, ist halt auch irgendwann keine Bedrohung mehr. Ja. Also man muss beim Pokerface auch irgendwann mal die Karten auf den Tisch legen, weil das Pokerface allein wird uns nicht weiterhelfen. So, jetzt setzt das auch die mentale Überlegung voraus, dass ich bereit bin, Gewalt anzuwenden. Es ist eine Notfallsituation und ich muss in der Lage sein, meinen körperlichen Schaden von mir abzuwenden. Sein körperlicher Schaden interessiert mich erstmal nicht. Ich benutze Gewalt, um seiner Gewalt die Stirn zu bieten. Ich muss mehr Gewalt einsetzen, um die Situation zu dominieren. Und dann kann ich die Situation zu meinen Gunsten entscheiden. Und nur dann, ansonsten bin ich vom Gewalttäter abhängig. Und dann brauche ich keine Selbstverteidigung lernen. Wie ich eben gesagt habe, das Schöne ist, es gibt etwas. Man muss sich keine Waffe kaufen. Man kann sich Selbstverteidigungsunterricht über ein paar Jahre nehmen und dort eine Fähigkeit sich aneignen, die man immer dabei hat. Das bringt mir, ist auch so Pfefferspray bei Frauen, ja, dann heißt, ja, ich habe mein Pfefferspray gekauft, das hilft auch. Ja, wo ist es denn? Ist es in der Handtasche? Ja, wo? Ist es griffbereit? Ist es zu Hause? Liegt es irgendwo? Habe ich es im Auto vergessen? Ist es in dem Augenblick, wo ich es brauche, gerade da? Das habe ich dabei. Das habe ich dabei. Ist alles da. Ich habe die Fähigkeit, die ist unmittelbar. Die ist immer mit mir. Und solange ich nicht gerade im Vollrausch bin, ist das alles okay. Funktioniert wahrscheinlich alles. Wenn ich es brauche. Nicht danach, sondern in dem Augenblick, wo ich es brauche. Jetzt hat man im Selbstverteidigungsunterricht, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben große, kräftige Männer im Training schon gehabt, die bräuchten eigentlich gar keine Selbstverteidigung. Sage ich dann auch immer. Es gibt aber viele, die das aus Interesse machen. Und die letztendlich hergehen und ja, Gefallen daran finden, das ist einfach die Logik in der Technikabfolge, in den Kombinationen, ist schön. Es ist eine schöne Logik.